Ja, jetzt ist nicht wie bei allen Aufgaben, wie bei der Aufgabe 1 zuvor, nach dem ersten Mal Anwenden der Formel für die partielle Integration so, dass da ein Grund- oder Stammintegral steht, sondern es kann auch durchaus passieren, dass man das Ganze zwei- oder auch sogar dreimal durchführen muss, bevor wir ein Grundintegral bekommen, das wir dann einfach lösen können. Okay, schauen wir uns jetzt eine Aufgabe an, die nicht auf dem Übungsblatt ist. Ich habe es jetzt einfach mal A7 genannt. Das ist das Integral x² mal Cosinus x dx. Die Formel der partiellen Integration habe ich nochmal darunter kopiert. Und jetzt müssen wir wieder am Anfang entscheiden, was ist u, was ist V'. Okay, wenn wir uns das Integral, was auf der rechten Seite also anschauen, das ist dann u' mal v. Jetzt überlegen wir bei Cosinus x, wenn wir das ableiten, wird immer Sinus, Cosinus, Sinus, Cosinus. Das heißt, das wird nicht wegfallen. Wenn wir die Stammfunktion bilden, ist es ja genau andersrum. Da wird auch mal Sinus, Cosinus, Sinus, Cosinus. Fällt also auch nicht weg. Das heißt, Cosinus ist vollkommen egal, ob man das als U oder V' wählt. Wir werden es nicht hinbekommen, dass es wegfällt. Es wird immer im Produkt mit vorhanden bleiben. Bei x² ist das anders. Wenn wir x² ableiten, wird da 2x raus. Das heißt, die Potenz wird geringer. Und dann wissen wir auch schon, okay, wenn wir beim nächsten Mal wieder ableiten würden, wird da 2 stehen. Das heißt, wir müssen das Ganze zweimal, also durchführen, zweimal partiell integrieren. Dann haben wir ein Grundintegral auf der rechten Seite stehen. Dann überlegen wir nochmal, wenn x² v' wäre, was würde denn dann passieren? Dann würden wir hier v einsetzen, das heißt, da würde x hoch 3 raus. Wenn wir das Ganze nochmal machen würden, x hoch 4. Das heißt, es macht nur Sinn zu sagen, okay, das x² muss u sein. Also u von x gleich x². Und das V' von x ist damit Cosinus x. Gut, dann leiten wir ab. U' ist 2x und bilden die Stammfunktion von V'. Wir wissen, Sinus x abgeleitet ist Cosinus x, deswegen ist die Stammfunktion von Cosinus x Sinus x. Okay, dann setzen wir in die Formel ein, also u von x x² mal V' Cosinus x dx. Ist gleich u mal v, also x² mal Sinus x minus Integral u' mal v, also 2x mal Sinus x dx. Gut, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Also wir führen eine weitere partielle Integration durch. Hierbei ist es wichtig, dass man nie jetzt wechseln darf. Also ich habe vorhin x² als u genommen. Das heißt, ich muss jetzt das 2x auch als u nehmen. Ich kann jetzt einfach Sinus x nehmen. Wenn ich das mache, dann würden wir den ganzen, was wir davor gemacht haben, rückgängig machen und wir hätten am Ende da stehen Integral x² mal Cosinus x dx ist gleich Integral x² mal Cosinus x dx oder 0 gleich 0. Ne? Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen das Integral ja lösen. Deswegen müssen wir hier das so weitermachen. Also wir bleiben bei 2x und V' ist Sinus x. Dann wieder ableiten und Stammfunktion bilden. Ableitung von 2x ist 2. Stammfunktion von Sinus x ist, überlegen wir kurz, Ableitung von minus Cosinus x ist plus Sinus x. Das heißt, die Stammfunktion von Sinus x ist minus Cosinus x. Dann setzen wir wieder ein. Was hier wichtig ist, dass wir also den ersten Teil erstmal abschreiben und jetzt Minus und das Minus, was da steht, das gilt natürlich für alles, was danach kommt. Ja? Also ich mache mal hier so eine eckige Klammer und jetzt wenden wir die Formel der partiellen Integration nochmal neu an. Also wir schreiben wieder u mal v minus Integral u' mal v. Also hier 2x mal v, also mal minus Cosinus x minus Integral u' 2 mal v mal minus Cosinus x dx. Okay, dann fassen wir das jetzt weiter zusammen, also x² mal Sinus x. Dann haben wir hier das Minus Cosinus x, da ziehen wir das Minus raus. Dann haben wir da plus 2x mal Cosinus x stehen. Beim nächsten ist es so, dass wir hier insgesamt 3 mal Minus haben, also das Minus und das Minus. Und damit wird da Minus, Minus wird plus, dann wieder Minus. Haben wir ein Minus stehen. Also Minus, die 2 können wir vors Integral ziehen, also minus 2 mal Integral Cosinus x dx. Und gut, jetzt haben wir das Grundintegral, Integral Cosinus x dx. Das können wir wieder
Ganz einfach, davon können wir die Stammfunktion bilden und dann haben wir es geschafft. Also x² mal Sinus x plus 2x mal Cosinus x. Die Stammfunktion von Cosinus x ist einfach Sinus x und deswegen minus 2 Sinus x plus c. Ja, jetzt haben wir gesehen, wie das ist, wenn man mehrmals partiell integrieren muss. Man wendet die Formel einfach nacheinander mehrmals an. Und was wichtig ist, wo man darauf achten muss, dass das, was man hier vor dem Integral stehen hat, muss ja nicht Minus sein, es kann ja hier auch die 2 rausziehen können, dann wird da minus 2 stehen, dass das immer komplett für das Ganze, was danach kommt, reinmultipliziert wird. Ne? Nicht, dass wir das vergessen, das sollte man darauf achten, aber ansonsten ist das ziemlich ähnlich zu dem, wenn man halt einfach nur eine partielle Integration durchführt.